Robert Habeck. Hier gleich? Ja, anscheinend. Ist gerade bei einem Bürgerdialog, aber der kostet 190 Euro Eintritt. Danke für mich, das ist sehr nett von dir. Dankeschön. Junge Dame gerade findet meine Haare und meine Brille voll cool. Das ist schön, sowas zu hören. Da wird schon... ich bin als Berichterstatter hier... Wieso muss ich raus? Ich habe einen Presseausweis. Ich bin ja, ich habe Eintrittszeit, einen Presseausweis. Sie kommen ja eh mit, wenn wir hier raus begleiten, werden Sie ja hinterher. Ich würde schon gerne den Herrn Habeck beim Bürgerdialog sehen noch. Aber ich glaube, die Dame hat recht, ich werde das begleiten, weil das finde ich relativ wichtig. Ich werde da mitgehen, weil das finde ich relativ wichtig. Sie müssen jetzt auch mitgehen, mag ich auch. Darf ich hinterher gehen? Nee, Sie gehen bitte. Warum bin ich festgenommen? Nein, dann sehe ich keinen Grund da. Hey, hey, nicht anfassen, nicht anfassen. Nicht anfassen, Mann. Nicht anfassen. Wieso fasst ihr mich an? Bin ich kriminell oder was? Bin ich ein Verbrecher? Wieso fasst ihr mich an? Warum fasst ihr mich an? Ich wäre doch mitgegangen. Nehmen Sie bitte ruhig mit uns raus. Wieso? Ich wäre doch ruhig rausgegangen, ihr Gewalttäter. Haben wir genug geübt 2021 mit Gewalttaten, oder? Wahnsinn. Gewalttätige auf der Messe mit Eintrittskarte, mit Presseausweis und die wenden Gewalt an. Unglaublich, unglaublich. Unglaublich, was man erleben muss in Deutschland beim Bürgerdialog. Ist das der Bürgerdialog, oder? Ihr verhindert den Bürgerdialog. Wahnsinn, das kann ja wohl nicht sein. Und wie hat er das gefällt schon wieder? Wie hat er das gefällt schon wieder? Ist ja unglaublich. So, grüß Gott. Grüß Gott. Jetzt eine Polizeimaßnahme, wenn Sie bitte dahinter gehen. Ich werde keinen Ton davon aufnehmen und wo ich dann bin, glaube ich, überlassen Sie bitte mir. Ja. Sonst müssen Sie mich festnehmen. Da, glaube ich, sind wir jetzt unterschiedlicher Meinung. Ich bin hier und das reicht, glaube ich. Ja, Sie können dahinter gehen, da können Sie es genauso aufnehmen. Aus welchem Grund ist das hier ein Hochsicherheitsbereich, oder was? Nein, das ist ja eine polizeiliche Maßnahme und das können wir hier im Sicherheitsbereich festlegen, wie wir ihn für unsere Arbeit brauchen. Für eure Arbeit. Arbeit nennt ihr das, das ist Willkür. Das ist Verhinderung eines Bürgerdialogs, der angekündigt war. Da kommt der Minister zum Bürgerdialog und die schwarzen Truppen tun die Leute weg aussondern. Nee, schwarze Truppen, ihr seid schwarz und ihr seid Truppen. Wieso soll ich da vorsichtig sein, Herr Inspektor? Das sind ja wie die Antifa. Gerade, dass keine Schirme dabei haben. Gerade, dass keine Schirme dabei haben. Gut, das zu dokumentieren, was da passiert im besten Deutschland aller Zeiten. Gut zu dokumentieren. Wie Menschen, nur weil sie regierungskritisch sind und an Herrn Habeck kritische Fragen stellen wollten, mit einer USK-Einheit aus der Messe, wo sie Eintritt bezahlt haben, verwiesen werden. Das beste Deutschland aller Zeiten. So,